Heute, guck mal, heute, das, was ich heute gebracht habe, waren nur die Sachen, die sie mir geschickt haben. Und deswegen sage ich den Leuten ganz klar, die Takfiris, ich sage ihnen, die sind platt. Ganz einfach. Ganz einfach. Und ich sage hier nochmal zu Ihnen, gebt mir eine Aussage, einen Beweis, wo jemand Tafriq macht, sagt, und zwar mit Beweis, nicht ein Gelehrter hat gesagt irgendwo, ja, sondern ein Beweis, wo gesagt wird, wenn er vom Propheten, von einem Sahaba, und ich akzeptiere sogar die Tabi'in, wo er sagt, wenn er in vielen Gesetzen nicht mit dem Gesetz Allah steht, ist er nicht der Kafir, und wenn er es in wenigen macht, ist er kein Kafir. Und ansonsten sage ich euch, wenn diese Leute zu euch kommen und wenn ihr diesen Schwachsinn im Internet lest, ich sage es euch jetzt, haltet euch die Ohren zu von diesen Leuten von Ahlul Bidah. Das sage ich euch jetzt ganz klar und deutlich. Weil das sind Leute, die hier Fassad in dieses Land reinbringen und die Dawa mehr am Stoppen sind und nur blöd rumlabern können. Ich sage hier, und ich habe zu den Takfiris gesagt, ich habe sie auch herausgefordert, ich habe gesagt, gebt mir einen Beweis, bringt mir einen. Bringt mir einen Beweis, wo ihr mir diesen erklärt, ich warte seit 5 Jahren drauf, dass ihr sagt, wer in 20% nicht mit Scharia herrscht, aber in 80% mit Scharia, der ist Muslim, aber wer in 40% mit Scharia herrscht, aber in 60% nicht mit Scharia, der ist Kafir. Ja? Bringt mir mal bitte, wie auf diesen Tafriq kommt, auf diese Unterscheidung. Das heißt, wer 80% der Scharia-Gesetze anwendet, was übrigens in einigen Ländern gemacht wird, der ist Muslim, ja, 80% ist Muslim, wenn er 80% Scharia anwendet, aber wenn er nur 40% der Scharia anwendet, dann ist er Kafir. Aber das ist die Aussage, wenn die Grundlage des Gesetzes nicht Scharia ist. Bring mir mal den Beweis für diesen Tafriq. Erklär mir das mal. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst mir ja nur eine Aussage zu bringen. Eine Aussage zu bringen von irgendjemandem, der zur damaligen Zeit gelebt hat, von einem der Selef, der sagt, so ist dieser Vers zu verstehen. Aber stattdessen finden wir andere Sachen. Und ich werde da gleich noch zu sprechen kommen. Stattdessen finden wir andere Sachen. Und ich werde das gleich nochmal zeigen. So. Was bringen Sie mir? Was bringen Sie mir? Guck mal, du brauchst mir doch eigentlich nur eine Aussage zu bringen und zu zeigen, wo die ist. Hier, ich kriege hier so ganze Hefte krieg ich geschickt. Dieses Heft geht um, ob die Unwissenheit eine Entschuldigung im Tauhid ist. Das ist gar nicht das Thema. Das ist gar nicht das Thema, versteht ihr? Das ist gar nicht das Thema. Und hier geht es hauptsächlich darum, dass das Verlassen, dass das komplette Verlassen aller Taten Kuffer ist. Das ist auch nicht das Thema. Und dann das Thema hier, die Überschrift, Zerstörung der Götzen. Erinnert das sich damals an Ahbesh? Die verbrennenden Blitzschläge gegen Pierre Vogel? Wieder die richtige Parallele. Hier, guck mal, ich kann die Sache mit einem Wort kann ich die Sache beenden. Ja, die ganze Abhandlung. Hier wird ja erstmal erklärt, was ist Kuffer, was ist Iman und so weiter und so fort. Er wird erklärt, dass der Iman aus Wort, Tat und Etikat besteht. Hat jemals jemand von mir gehört, dass ich was anderes gesagt habe? Nee. Dann werden Aussagen von den Selef gebracht, wo gesagt wird, wer komplett alle Taten lässt, ist kein Muslim. Stimmt, sage ich auch. Gibt Gelehrte, die sagen was anderes.
Weil die kommen mit einem Hadith vom Propheten, a.s.w., wo der Prophet sagt, der Letzte, der aus der Hölle kommt, lam ya'mal amalan khayran qat, hat keine einzige gute Tat gemacht, außer la ilaha illallah gesagt. Sind das Beweis, dass der keine Tat mit dem Körper gemacht hat. Wie gesagt, aber die Gelehrten haben das wegen anderen Beweisen eigentlich so interpretiert, dass es heißt, la yuhsinu amalan khayran qat, dass er also keine Tat vollkommen gut, keine gute Tat vollkommen gut ausgeführt hat, so nachdem, ne, so kann man das übersetzen. So. Und dann findest du hier wieder schwere Aussagen. Erstmal fängt schon gut an. Ja, fängt schon gut an. Guck mal hier. Ich hab gedacht, dieses Blatt hier wäre aus Österreich gewesen. Ich habe gedacht, das wäre von den österreichischen Hardcore-Chawarisch gewesen. Aber als ich dann die Einführung gelesen habe, habe ich gedacht, das kann doch mal gar nicht sein. Weil dieser Stil, habe ich mir direkt gedacht, kann eigentlich nur von den alten Sportsfreunden sein. Ja? Hier. Der Redner dieses Videos schien uns wie ein Schauspieler zu sein, der sich lange für die Auftritte vorbereitete, um dann die Beifälle des Publikums zu genießen. Verstehst du? Weil es gibt dort Leute, Achi, die können dir ins Herz gucken. Die sehen zum Beispiel jemanden. Ja? Die sehen zum Beispiel, also die tun, die denken das. Die sehen zum Beispiel jemanden, gucken den an, sagen die, oh, oh, ich habe ihm in die Augen geguckt. Der ist nicht gut, ich habe ihm in die Augen geguckt. Dann sehen die zum Beispiel, ja, ich bin immer schon ein Scherzkeks gewesen, ja. Aber übrigens, dieses Video, heute bin ich ja ein bisschen witzig. Ihr könnt euch das Video mal angucken, suche 5S44, ist extra auf der Seite, sollte jeder sich mal angeguckt haben und sich Notizen machen. Und da könnt ihr ja mal gucken, weil da bin ich eigentlich sehr konzentriert und sehr aufmerksam. Ja, also erstmal, das ist schon mal die erste Beleidigung. Weil die wollen damit sagen, ja, ja, siehst du, der will nur den Beifall genießen. Das ist denen ihr Stil. Ich habe direkt gedacht, kann doch mal nur von den Sportsfreunden sein. Weil es denen ihr Stil, immer so die Absicht angreifen. Ja, der arbeitet für den Verfassungsschutz und der macht das für Geld und der wird von Saudi-Arabien finanziert und diese Frau, die steht sowieso auf ihn. Verstehst du, das ist denen ihr Stil. Hab ich mit Recke, das kann doch normal gar nicht sein. So, und dann pass auf. Und das war dann tatsächlich von denen, weil ich habe gedacht, das wäre aus Österreich gewesen. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt. Und dann kommt jetzt dieser Widerspruch, weil die sind perfekt. Das sind die perfekten Leute, die diese Widersprüche verzetteln. Ja? Auf der einen Seite lieben sie dich vor auf Allah, auf der anderen Seite sagen, der ist ein Lügner, der erzählt absichtlich die Unwahrheit, ja, der hat keine Ahnung, der ist dieses und jenes, der untersteht Spendengelder und so weiter und auf der anderen Seite lieben sie dich vor Allah. Mashallah, dann hier. Dann, pass auf, hier erstmal, um das Publikum zu genießen. Dann zwei Sätze weiter. Diese Abhandlung wurde nicht verfasst, um auf emotionaler Ebene beleidigend oder unislamisch zu wirken. Hier kommt erstmal, ja, er hat sich darauf vorbereitet, um den Beifall zu genießen. Also erstmal zu sagen, der ist sowieso munafik. Dann aber mit schönen Worten ausdrückt, aber geht ja nicht um emotionale Ebene oder unislamisch zu sein. Guck mal jetzt, was hier für eine schöne Aussage. So, hier, guck mal jetzt. Manager Khawarisch, guck mal hier. Und jede Person, die Pflicht nicht vollkommen verrichtet, jede Person, die Pflicht nicht vollkommen verrichtet, welche Pflichten haben wir? Birrubalidein, ja, zum Beispiel, die Eltern gut behandeln, Kinder gut behandeln, Frau gut behandeln, Gebet verrichten, Zakat geben, Hatsch machen und so weiter. Jede Person, die Pflichten nicht vollkommen verrichtet oder diese gänzlich unterlässt, also zwei Sachen, entweder nicht vollkommen verrichten oder nicht gänzlich machen, ist kein Gläubiger. Was ist das Gegenteil von Gläubiger? Kafir. Das heißt, wenn du die Tat nicht vollkommen verrichtest, bist du Kafir. Was soll ich darunter verstehen, Achi? Was soll ich darunter verstehen?